Ich will mein Intro drehen. Ich tu gleich so, als würde ich aufstehen, aber es kam gerade ein Paket an. 10 Sekunden später. Ich schwöre, die stehen da wegen Pollenallergie. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist, ich hab keine Ahnung, 10.42 Uhr. Also so früh ist es jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir halt so eine Apple Watch vor ein paar Monaten gekauft, da ich allerdings seit einem halben Jahr keine Vlogs mehr hochgeladen habe. Wisst ihr das ja alles gar nicht. Das Nice ist, die zeigt einem halt immer an, wie viel man sich bewegt. Ich habe mich heute noch gar nicht bewegt. Wann neige ich jetzt zum Sport? Was ich eigentlich gar nicht darf, weil ich mich gemault habe auf dem E-Scooter und jetzt überall so geisteskranke Verletzungen habe und noch hinterm Ohr. Eigentlich hätte das genäht werden müssen, aber wir haben einfach Wodka draufgekippt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Mensch, Luca, wie kommen wir denn zu der Ehre, dass du mal wieder vloggst? Guck mal, ich habe so ein Desinfektionsspray. Wow! Moin! Oh, das muss ich zensieren. Ich habe mir da oben ein Bild zu wenig bestellt, dann habe ich da einfach ein... Ja, nervt denn jetzt schon wieder? Da oben habe ich mir ein Bild zu wenig bestellt und dann habe ich da einfach ein reingemalt. Darf ich überhaupt sagen? YouTube hat sich einiges verändert in den letzten Monaten. Ganz viele Videos von mir wurden plötzlich nicht mehr werbefreundlich. Ich habe fast kein Geld mehr verdient, habe kurz auf der Straße gelegt, aber jetzt bin ich wieder da. Perfekt. Bevor hier jetzt aber irgendwer einen Call-Off bekommt und ein Video direkt einen Daumen runter gibt und in die Kommentare schreibt, Luca, wo ist Minecraft? Kommt übermorgen. Ich bin nur jetzt das komplette Wochenende, also es ist gerade Freitag, 10.46 Uhr und ich bin das komplette Wochenende in Köln, weil Sandra Geburtstag feiert, die sehe ich wieder, da kommen wahrscheinlich auch eine Menge andere Blogger hin, ich sehe Shady und so wieder, ich sehe ein paar andere Kollegen von mir wieder, wir gehen morgen, also Samstag, gehen wir in die Soccerhalle, ich nehme meine Rauschbrille mit, das heißt, damit werden wir noch ein bisschen was machen, dann fahre ich am Sonntag zurück nach Hamburg und ich dachte mir, Mensch, das schreit doch nach, dass ich diese Kamera mitnehme. Fun Fact übrigens, ich habe das Ding so lange nicht angemacht, dass ich die gerade erstmal neu konfigurieren musste mit Zeitzone und den ganzen Shit. Also Sony, falls ihr das seht, meine Kamera, ich habe irgendwie aus Versehen auf Indonesien geklickt. Allerdings habe ich jetzt erstmal einen Corona-Test und gehe danach ins Gym. Ich trainiere seit ein paar Tagen. Keine Ahnung, was sie hier machen, aber es sieht so aus wie irgendeine Filmszene, die dann schlussendlich 2 Sekunden lang ist und dafür bauen wir jetzt einen ganzen Tag lang auf. Ich habe zum ersten Mal genügend Zeit für eine Autofahrt eingeplant, sodass ich stressfrei und pünktlich ankommen werde. Update. Wir wären eigentlich pünktlich, wenn nicht eine Person eine Blase von der Größe eines Tischtennisballs hätte. Wir sind in Köln angekommen und jetzt werden wir auf Sandras Geburtstag gehen. Von daher kommen jetzt ein paar Ausschnitte von, ja, Sandras Geburtstag. Was war das? Ich werde angerufen. Gut so. Sandra ist geil! Hey, Luca wird zwar rausschneiden, aber guck mal sein Shirt an. Atemberaubend schön. Ich hab mir schon mal selbst mit einem das war geil. Das war ganz schön synchron. Das ist mein Wodka schon! Dass du ein Depp bist, wissen wir, danke. Ich gebe Lukas Outfit heute eine glasklare 12 von 10. Also ich muss auch noch mal sagen, ich bin auch dabei. Ja, und da muss ich auch noch sagen, ich bin halt heute fast nackt, deswegen sehe ich so geil aus. Shut the fuck up. Ich weiß. Ja, wir schmeißen! 3 und 3! Oh, ich weiß. Da wir jetzt in der Soccerhalle sind, habe ich mir eine kleine Sache überlegt. Und zwar werden wir mit der Alkoholbrille auf den Torwart zulaufen. Und der Torwart bin ich. Feuer!
muss ins Tor, Junge. Ich bin doch. 1 gegen 1. Vorbei! Tag, Junge. Ich übrigens frage, warum meine Haare so fresh sind. Bottini. Ich war's. Filo hat es mir geschnitten. Francesco Bottini. Ich habe da links irgendwie mehr Nasenhaare als rechts. Ice Cream United. Bestes Eis in Köln. Auf der ganzen Welt eigentlich, ja. Ne? So ist eine gute Kameraeinstellung, oder? Ja, Mann. Filo, wie geht's dir auf einer Skala von 17 bis B? Ich bin da schon eher bei 7,2. Tot, aber eher. Schon ein bisschen durch. Du bist vielleicht besser. Vlog, Vlog. Junge, Leo hat so gefurzt, ja, Alter. Mann, der ist so ein Räudiger. Ich mein's komplett ernst. Shady, deine Socken, Alter. Bah. Was für? Stinkt Todes. Ich hab vorhin angezogen. Irgendwie hab ich's verlernt zu vloggen. Wir waren jetzt gerade ein paar Stunden hier, haben für Max ein Video aufgenommen und jetzt gehen wir tatsächlich feiern. Denn in Köln ist es irgendwie erlaubt, in Clubs zu gehen. Ich hab circa alles vergessen von gestern. Es war einfach wirklich ein unglaublich nices Wochenende. Ich habe eine Menge Freunde wieder gesehen. An der Stelle auch nochmal ein dicke Shoutout an Lukas Podolski. Dank dir ist meine Kamera jetzt Schrott. Der hat halt volle Kanüle hier gegen geballert. Und jetzt fährt der Schutz nicht mehr ein und ist nicht schlimm, eine Reparatur kostet nur 1000 Euro. An der Stelle würde ich den Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Es tut mir leid, dass es so ein totales Hin und Her war und dann habe ich mal irgendwie da gefilmt, dann habe ich es da wieder vergessen, dann kam da mal wieder eine Szene mit dem iPhone gefilmt, dann wieder hier mit der Kamera, dann irgendwie Hintergrund, irgendwie Musik, dann ging mal der Ton nicht, jetzt ist die Kamera auch noch kaputt, aber ihr kennt mich. Ich kann das eigentlich nicht, was ich hier meinen Beruf nenne. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst gern. Ich sollte einfach aufhören mit diesem YouTube-Ding.